Four. Embraced. Tá filmando? Pero claro. Das nennt man einen Workout. Und die haben alle oben einen Fernseher überhaupt, gucken sich Fernsehen an und machen ihren Körper. Das ist ein sehr utopisches Bild, wie wir Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bewegung kriegen können. Weil wir hängen alle vom Fernseher ab. Und darum habe ich dieses Stück geschrieben, damit wir, wenn ihr schon vor dem Fernseher hockt, dass ihr dann auch euch noch bewegen könnt. So. Ich tue nur Gutes mit meinen Stücken. Ich nehme euch eure Sorgen weg für einen Moment. Ich gebe euch ein bisschen spirituelle Unterstützung. Und das, was wir hier machen, das wäre nicht möglich, wenn wir nicht den Teamspirit hätten. Ihr kennt ja sicher alle Borussia Dortmund, das ist ja nicht so weit weg von denen. Und die sind genauso wie wir auch. Die können dermaßen durch diesen Team Apparat spielen, dass es Spaß macht, denen zuzugucken. Aber die haben jetzt verloren, ja. Die sollten eigentlich heute nicht. Das ist das Ich will ja auch sagen, warum die verloren haben. Die anderen Teams haben keine Waffe mehr, als die zusammenzuklotzen. Die Engländer haben das vor zwei Jahren schon gemacht, als sie in den Champions League waren. Da haben sie die gezielt rausgenommen. Den Hummels und den Götze haben sie die Pferdeküsse gegeben, dass die nicht mehr laufen konnten. Und jetzt gehen sie richtig ran und hauen denen die Füße kaputt. Der Kloppen muss sich unheimlich aufpassen. Da muss ich Eisenschuhe kaufen. So, wir brauchen keine Eisenschuhe, im Gegenteil. Ready?
Thank you.
You finished? Thank you.
Thank you.
kleinen Zwischenapplaus für Julius Gabriel, ohne den das hier nicht stattgefunden hätte, glaube ich. Wieder
Dass wir nächstes Jahr sicher wieder hier kommen. Wir waren es hier auch. Dann kommen wir zu euch wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es war ein schöner Abend mit euch. Danke. Danke.